Hey, yo Leute, I zu dem C zu dem R zu dem I zu dem M zu dem A zu dem X ist back am Start und heute endlich mal wieder mit einem neuen Video für euch. Und in diesem Video möchte ich euch eine richtig geile erweiterte GTA 5 Karte zeigen. Doch bevor es losgeht, sollte ich vielleicht noch sagen, es ist wirklich keine Karte, die von Rockstar Games gemacht wurde. Und ich denke persönlich auch nie, dass es so kommen wird, also dass wir wirklich nie so eine erweiterte Karte bekommen werden. Aber ich habe diese Karte einfach im Internet gefunden. Diese wurde von einem GTA 5 Spieler erstellt und ich habe es persönlich wirklich extrem gefeiert. Ich fände es wirklich richtig geil, wenn es so wäre. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dazu einfach mal ein Video und zeige euch auch mal diese geile Karte. Ich werde euch jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden und dort kann man eben unten die ganz normale GTA 5 Karte sehen, also Los Santos, aber diese ist eben erweitert, denn im Norden der Karte, im Blaine County Gebiet, ist eben noch eine Brücke und dann auch noch im Sandy Shores Gebiet und diese Brücken führen dann eben noch zu weiteren Gebieten und ich fand es persönlich wirklich extrem geil, denn ich denke mal, es ist bei den meisten von euch so, dass man wirklich jetzt nach einem Jahr oder nach über einem Jahr GTA 5 wirklich jeden Stein, jedes Easter Egg und wirklich jeden Baum auf der Karte kennt, also man kennt die Map wirklich schon in- und auswendig und deswegen fände ich es persönlich wirklich extrem geil, wenn es mal eine Map-Erweiterung geben würde. Und da fand ich dieses Bild einfach richtig geil. Wie gesagt, Leute, schaut es euch einfach mal an. Ich habe es wirklich extrem gefeiert. Man kann dort einfach sehen, dass die Gebiete aus San Andreas noch hinzugefügt wurden. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese Gebiete. Das wäre einmal San Fierro und Las Venturas. Also wirklich beide Gebiete aus San Andreas, die eben noch hier an die GTA 5 Karte drangehängt wurden. Und ich habe es persönlich einfach extrem gefeiert. Man kann dort sehen, dass eben noch ein weiteres Waldgebiet und noch ein weiteres Gebirge ganz im Norden hinzugefügt wurde. Und eben mit Las Venturas noch ein riesiges Wüstengebiet mit einer richtig fetten Wüstenstadt. Fände ich persönlich wirklich extrem geil, muss man einfach so sagen. Also wie gesagt, Leute, noch eine größere Map und noch mehr Städte und noch so ein riesen Wüstengebiet habe ich wirklich persönlich extrem gefeiert. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ich fand es persönlich extrem geil. Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare, ob ihr euch sowas vorstellen könntet. Ich denke, wie gesagt, nicht, dass es so weit kommen wird. Aber jetzt mal so ganz nebenbei, ich fände es auch richtig cool, wenn es, keine Ahnung, es muss ja nicht diese Städte aus San Andreas sein, aber komplett einfach irgendwelche Erweiterungen noch an die Karte fände ich, wie gesagt, einfach extrem geil, da man wirklich mittlerweile jeden Stein auf dieser Scheißkarte kennt und deswegen fände ich es extrem geil, wenn es einfach nochmal so eine Erweiterung geben würde. Wie gesagt, Leute, schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare, würde mich wie immer richtig interessieren. Dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihm so ist, dann drückt jetzt wie immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymax.